Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zu Beginn gibt es heute leider keine guten Vermittlungsnachrichten. Weder für die vor einer Woche vorgestellten zwei Katzenbabys noch das hübsche Katzenmädchen meldeten sich Interessenten. Alle warten weiterhin im Tierheim auf Menschen, die ihnen ein neues Zuhause schenken wollen. Auch heute sollen wieder Kätzchen im Fokus stehen. Das getigert weiße Katzenmädchen wurde am 15. Juli in Gotha an den 100 Äckern gefunden und ins Tierheim gebracht. Dort wird es auf ungefähr 5 Jahre geschätzt. Die Katze war laut Tierheimleiterin Katrin Mattes in äußerst schlechter Verfassung und litt an beidseitiger Bindehautentzündung, Schmerzen im Bauch- und Hüftbereich, Fieber sowie Parasiten. Erst habe es auch keine Garantie gegeben, ob das Kätzchen überleben würde, doch es hat sich bereits wieder gut erholt. Für die Katze werden die Besitzer gesucht oder Menschen, die sie erkennen. Sollte sich niemand melden, wird für sie ein neues Zuhause gesucht. Das Samtpfötchen ist sehr zutraulich und ruhig. Deshalb wäre es beispielsweise bei einem älteren Ehepaar gut aufgehoben, das ihr Liebe und Geborgenheit schenken kann. Der zweite Kandidat ist ein rot-weißer Kater, der auf 1,5 Jahre geschätzt wird. Der Arme wurde in einer Transportkiste ausgesetzt und ist stark verängstigt. Misstrauisch beäugt er jeden neuen Besucher und fühlt sich sichtlich unwohl in seinem Käfig. Der Kater ist nicht kastriert und stammt wahrscheinlich aus einer Wohnungshaltung, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Auch für ihn werden Menschen gesucht, die Hinweise auf seine Besitzer liefern können. Sollte sich niemand melden, sucht auch er ebenfalls Interessenten. Seine neuen Besitzer brauchen viel Einfühlungsvermögen und einen ruhigen Haushalt. Am besten wären Menschen, die bereits Katzenerfahrung haben und den ängstlichen Kater aus seiner misslichen Lage befreien. Denn es wäre doch prima, wenn der Schöne schnell wieder ein spannendes Leben führen kann.